Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Fidicado. Ihr seht ja schon, wir sind hier im Bereich von Nitrado. Ich habe mich eingeloggt und das ist hier jetzt mein Server, mein Game-Server. Guckt lieber nicht auf die Auslastung, ich verstehe das auch nicht, wie das alles zusammenhängt. Wahrscheinlich auch mit meinen ganzen Plugins, die den Server doch recht auslasten, 44%, obwohl keiner drauf ist. Seltsam, aber okay. Aber darum geht es gar nicht in diesem Tutorial, sondern ich wurde öfters sogar gefragt, wie man eine Subdomain kriegt. Also eine Domain zum Beispiel wie schwachkopf.minecraft.de oder so ein Zeug. Und ich kenne mich jetzt so weit aus, dass es bei Nitrado geht, das kann man da einstellen. Dann geht es noch beim Root-Server, aber das ist nicht das Thema dieses Videos. Und dann geht es auch noch bei Servern, die das anbieten. Das heißt, wenn das euer Anbieter keine Subdomain anbietet, dann könnt ihr auch keine einstellen. So, okay, der Letzte, der gefragt hat, hat einen Nitrado-Account gehabt, deswegen zeige ich es jetzt beim Nitrado. Und ich nutze ja Nitrado, deswegen kann ich es auch nur dort zeigen. So, also, ihr seht, ihr müsst euch einloggen, dann geht ihr einfach auf eure Game-Server-Seite, ihr müsst eure Game-Server hier sehen, auf dieser Seite, und dann habt ihr hier die IP, und ganz darunter ist ein Link, Subdomain jetzt festlegen. Da klickt ihr jetzt drauf, und ihr seht, auf dieser Seite kannst du für deinen Game-Server ein Domain-Alias anlegen. Der Server ist dann zum Beispiel unter meinserver.domain.com zusätzlich zur IP erreichbar. Das kann aber bis zu 10 Minuten dauern. Das müsst ihr auf jeden Fall beachten. Das kann sogar länger dauern. Also bei mir hat es wirklich richtig lang gedauert, bis ich per FTP überhaupt auf meinen Server wieder zugreifen konnte. Und auch per Minecraft bin ich mit dieser Domain nicht gleich sofort draufgekommen. Aber ihr seht hier, jetzt könnt ihr euch hier was aussuchen. Wie gesagt, zum Beispiel Schwachkopf und dann .cs Strike Pinktor, wenn ihr einen Strike-Server habt, Minecraft.gs, Minecraft.to und Nitrado.net. Das sind die vier Sachen, die ihr euch aussuchen könnt. Mehr gibt es leider nicht zur Auswahl. Und ja, und hier vorne könnt ihr natürlich das schreiben, was ihr am besten wollt. Am besten ist es hier immer den Namen des Servers, so wie ihr ihn nennen wollt, reinzuschreiben. Natürlich geht es nicht mit jedem Server, weil wenn der Name schon vergeben ist, kommt ihr zum Beispiel nicht mit dem Namen weiter. Es sei denn, ihr nehmt eine Endung, die es so der andere Server zum Beispiel noch nicht hat. So, das war's schon. Wenn ihr es gespeichert habt, können wir auch gleich mal ein Beispiel machen. Fidicados World Minecraft.to Speichern. Es wird eingetragen. Hier steht, innerhalb der nächsten Minuten umgestellt, das ist aber nicht richtig. Das dauert schon wirklich fast einen halben Tag manchmal, bis das funktioniert. Und hier habe ich meine Adresse. Wenn ich jetzt morgen nochmal versuche einzuloggen, funktioniert es hundertprozentig. Heute kann ich nicht zusichern, dass es sofort funktionieren würde, aber gegen Mittag, morgen ist meine Domain dann erreichbar. Und die könnt ihr dann auch weitergeben, beziehungsweise zum Nutzen. Ja, so einfach geht's und ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dieser Info ein wenig geholfen. Für die Leute, die es jetzt noch nicht so genau wussten, wie es geht. Und ja, denkt dran, bitte das Video zu bewerten. Wenn euch das Video geholfen hat, wäre es sehr nett, wenn ihr natürlich ein Like klickt. Und ansonsten ein Kommentar zu dem Video wäre auch nicht übel. Also, macht's gut, bis dahin, wir sehen uns im nächsten Tutorials. Ciao!